Lilita, meine Freunde, heute wieder mal von zu Hause, von meiner Heimat, von schönen Fürth. Ja? Heute mit ganz besonderen Themen. Und zwar hat mir, das muss ich kurz dokumentieren, damit ich das auch meinem Vermieter sagen kann, ja? Damit die Putzfrau bezahlt wird, eine Taube auf mein Fenster gekackt. Ist das nicht das Spannendste, was mir am heutigen Tag passiert ist? Aber ich sage immer, lieber eine Taube im Bett als eine Blinde auf dem Dach. Nee, eine Blinde im Bett als eine Taube auf dem Dach. Beides ist eigentlich, Hauptsache im Bett, das ist ja egal. So, wir haben heute, ja, meine Freunde, ein ganz besonderes Bild gesehen. Und zwar, kleinen Moment, ich zeig's euch. Wir sind übrigens ich und mein alter Ego, ja, Peter Parker. Hier, Markov setzt Zeichen. Markov ist einer der größten Konsumtempel hier in Fürth. Bei uns gibt es keine Killerspiele. Computer- und Videospiele ohne die entsprechende Jugendfreigabe sind aus dem Sortiment genommen. Stopp-Killerspiele. Geil auch, dass das Stopp-Schild durchgestrichen ist. Also es ist quasi Stopp-Stopp-Killerspiele. Und dann das USK-18-Logo da unten. Knallhart. Ich habe es fotografiert, ja, dokumentiert und werde es jetzt an den Bundesnachrichtendienst weiterleiten. So geht das nicht, Marktkauf. Ja. Kurz danach habe ich mir übrigens die Special Edition von Inglourious Basterds und von anderen 18er Filmen gekauft. Ja. So, scheiß auf 18er Spiele, aber 18er Filme gehen. Ja, das ist okay. Wie dem auch sei, Marktkauf, da ist der heißt es rügende Finger, ich glaube schon. Das ist der rügende Finger. Wenn jetzt jemand hier wäre, könnte er vielleicht sagen, ob es der rügende Finger ist. Aber ist ja keiner da. Wie dem auch sei, das ist auf jeden Fall, dazu gibt es später noch eine Meldung. Ich habe nämlich Marktkauf angeschrieben und gefragt, was, also angeschrieben, nicht angeschrien, Marktkauf angeschrieben und gefragt, was das denn soll. Ich sehe übrigens nicht immer aus hier, ja, das ist ein Pickel. Ich fahre mal kurz näher ran, damit ihr euch den auch mal näher ansehen könnt, so, ja. Marktkauf angeschrieben und was das denn soll, ja, und ob sie, wenn sie wenigstens sagen würden, okay, 18er Titel mit Gewaltinhalten gibt es nicht, aber das Wort Killerspiele geht halt nicht, Marktkauf. Habe ich auch einen langen Brief geschrieben. So geht das nicht, Freunde. So geht das nicht. Dann haben wir... den Medal of Honor Blog von Kollegen Saudum. Unbedingt ausprobieren. Heute ist nicht mein Tag. Nach dieser anstrengenden Trailer-Analyse am gestrigen Tag mit Selbstrip kann es ja nur schlechter werden. Ja? Kann es nur schlechter werden, wenn man wieder allein ist. Auf jeden Fall haben wir mit Saudum Medal of Honor Blog unbedingt auschecken. Dann hatten wir Gaming-Tattoos. 120 krasse Fotos von Mario über Bioshock, über... So krass geht's ab. Ich bin ja selbst stark tätowiert. Ja? Das ist ja eigentlich auch kein Bart hier. Ja? Das ist ja eigentlich ein Tattoo, damit ich meinen Bart nicht pflegen müsste, wenn er da ist. Sieht auch ganz gut aus eigentlich. Ist gut gestochen. Ist recht fein, wie man sieht. Ich hab ein paar Stellen vergessen hier, aber sonst ganz nett. Dann hatten wir... den Godfather of deutsche Satire, ja, Martin Sonneborn. Der war bei einigen Familien und hat gesagt, hier, Google Home Vision. Hieß es Google Home Vision? Google Home Vision? Ja, ich glaube schon. Home View. Google Home View heißt es. Bald in den Wohnungen. Großartiger Beitrag. Danke, Martin, wenn du das siehst. Großer Fan. Dann hatten wir Gewinnspiel Metro, unbedingt mitmachen, und wir hatten die Leadtime-Shirts, eine Galerie, und wir hatten Chris Block über Battlefield, und wir hatten, nicht zu vergessen, die brutalsten Screenshots aus God of War 3. God of War 3 heute erschienen. Ich habe es eh schon einmal durchgespielt, aber habe jetzt heute mit meiner Playstation nochmal angefangen und 2 Stunden gespielt, glaube ich, mittlerweile. Und allein der erste Kampf gegen Poseidon ist halt so, okay, what the fuck, das ist halt das Härteste, was es auf der Welt gibt, dankeschön. Ja. Ich muss jetzt aber auch schon wieder Schluss machen, weil ich habe vorhin schon versucht, die Leadtime aufzunehmen und ja, was dabei rausgekommen ist und wieso es so scheiße ist, ihr habt heute quasi 2 Leadtimes. Das ist das erste Mal, dass wir eine Leadtime neu drehen oder dass ich eine Leadtime neu gedreht habe, aber ich war mit dem Ergebnis gerade unzufrieden. Und wenn ihr es als ein Ganzes seht, dann habt ihr quasi die 10 Gebote, das Neue und das Alte Testament, ja. Leadtime 77 oder 78, das ist jetzt das Neue und das Alte Testament im Prinzip. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen dann mit Stargast, Starregisseur und vielleicht auch wieder mit mir,
wenn ich bis dahin nicht in Embryonalstellung verhungert bin auf dem Weg zur Toilette. Tschüss, mein Freund. Oh, das nimmt schon auf. Lili-L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 i
weil der Tag heute so anstrengend war. Ja. Will ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Nö. Ah, gestern, die Liedtime kam übrigens super an. Mit Selbstrip. Ja. Ich bin eigentlich dafür, dass wir mehr singen mit Selbstrip, weil Selbstrip hat eine schöne Gesangsstimme. Ja. Das glaubt mir keiner, oder? Nee, Selbstrip kann nicht singen und ja. Liedtime heute echt, ja. Sagen wir tschüss. Ja, machen wir tschüss. Haut rein, Freunde. Tschüss.